Guck mal, da macht sich eine Sarah schön. Also, schöner. Und das muss ich jetzt nicht nur sagen, weil sie meine Freundin ist und ich sonst geschlagen werde. Und, hi, alles klar? Du bist auch noch am Essen? Gut, guck mal, sie guckt das Video, was wir auch heute hochgeladen haben, über ihrem Hund. Könnt ihr jetzt auch noch gucken im Anschluss, falls ihr das noch nicht schon getan habt. Und falls ihr euch wundert, guck mal. Unser Waschbecken dient immer als Reinigungsstätte und Aufwärmen. Ne? Aufwärmstätte. Und was wir jetzt machen werden, ist das alles nehmen und dann alles da rein. Zu den ganzen Kackwatzen. Guck mal, weil der Semmel ist nämlich auch schon so, oh, gib mal was zu essen. Und die Praline und... Kommt, essen. Es gibt Essen. Kommt, willst du auch was? Ja? Weil wir fahren nämlich jetzt gleich auf die Kial in Kiel, offensichtlich. Falls ihr auch da seid, freuen wir uns schon ganz doll. Hier ist die Salt mit ihren kleinen Kackbratzen. Dazu kommen auch bald wieder ganz viele Videos. Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch die Milch bekommen haben zum Zufüttern. Wird richtig cool. Hi, na? Da warten sie alle schon. Du hast jetzt eine Aufgabe. Hier, nimm die Kamera. Mhm. Richte es da drauf und ich hole das ganze Essen. Mhm. Bitte schön. Hier, guten Hunger. Bedient euch. Schmeißen wir gleich auch noch alles rein. Hauptsache, wir haben genug. Kommt, haut rein auch. Noch mehr. Und die Giri hat Angst vor Essen, hat man direkt gesehen. Guten Hunger. Durch. So. Und, weil nicht nur die Kackbratzen was zu essen haben wollen. Hey, alles klar. Ist gut, ist gut. Und auch hier muss ich die noch entfernen. Weil man soll ja die nicht mit Kern füttern. So, in dem Sinne, lege ich mal eben zur Seite, kriegen sie alles später. So, zack, zack, eine ganze Möhre, ein Stückchen Aubergine. Ja, Semmel, du musst nur nach vorne gehen und es dir selber holen, du faule Socke. Ohne Witz. So, jetzt, guten Hunger, hier gibt es auch noch Essen. Teil 2. Für alle, die das jetzt interessieren, denen geht es sehr, sehr gut. Sogar dem Kurzen geht es sehr, sehr gut. Wir sind gespannt, ob das sich auch am Wochenende so hält. Ja, yeah. Was ist los? Versuchst du gerade mit einer Möhre abzuhauen, du Pappnase, es hat nicht funktioniert. Jetzt bist du sauer. Mecker mich ja nicht an, ich sag's dir. Du bist blöd, nicht ich. Na? Gott, bist du bescheuert. Ja, was jetzt? Jetzt habe ich ein Thumbnail-Foto gehabt. Ja, ich leg dir das jetzt hin und du angelst dir das jetzt. Los, mach! Ich weiß schon genau, wie das Video heißt. Semmel zu doof zum Klauen. Oder so. Ja, dann los, hol's dir. Du musst mich jetzt nicht anmeckern. Guck mal, jetzt meckert er. Ich kann auch nichts dazu, dass du zu doof bist, hier eine Möhre zu angeln, du Honk. Ja, es tut mir leid. Da vorne liegt sie. Du musst es doch lesen. Wie können unsere Tiere nur so bescheuert sein? Ich glaube, jetzt ist er misstrauisch, nachdem ich ja immer lustig gemacht habe. Ist so blöd. Guck es dir an. Zack. Und? Ja, Trottel. Ja, Vollhorst. Es ist Semmel in seiner Bestform heute. Ja. Ohne Scherz. Ich weiß auch nicht, was das soll. Aber irgendwie heute nicht so. Guck mal, selbst Petit Four steht im Hintergrund und macht sich über dich lustig. Lach mal. Los, lach jetzt. Das war nicht lachen. Okay. Ja gut. Hier essen sie auch alle ganz doll. Hallo. Guck mal, da ist Kümmel. Kümmel geht es gut. Kümmel nimmt auch zu. Das ist eigentlich quasi genau das, was wir hören wollten. Ne? So, schafft er es jetzt langsam. Wie gesagt, wunderbar. Fast. Ja. Oh. Guck mal, jetzt können wir auch hier reingucken, dadurch, dass da Plexiglas drin ist. Okay. Dann würde ich sagen, Daumen rauf, wenn ihr findet, dass Semmel definitiv der schlechteste Klauer der Welt ist. Worst Dieb ever. So, und wir wünschen euch alles Gute. Guckt die ganzen Videos, die wir momentan raushauen. Heute kam eins raus mit ihrem Wuffi. Und ja, genau. Super gut. Bis dann, ich wünsche euch was und tschüss.